Willkommen zurück bei Rainbow Six. Heute mal direkt im Hauptmenü, weil ich was entdeckt habe. Und zwar hier, das hier. Anscheinend gibt es jetzt hier auch Kartenpacks und warum auch immer habe ich welche. Vielleicht so als Geschenk für den Anfang, weil allzu lange kann es die noch nicht geben. Ich würde sagen, die öffnen wir jetzt einfach mal. Und schauen, was da so drin ist. Okay, das ist cool. Und jetzt? Ein Weapon Skin. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Bloß leider für einen Charakter, den ich nicht besitze. Aber vielleicht bekommen wir den früher oder später nochmal. So Kartenpacks finde ich an sich wirklich cool. Was ich nur hasse, dass man sie sich meistens kaufen muss. Sehr selten bekommt man sie geschenkt. Oder auch durch Spielen, Erspielen. Okay, den Charakter haben wir leider auch nicht. Aber ist auch cool. ja. Oh Gott. Und das letzte jetzt noch. Wiederum für einen Charakter, den ich nicht besitze, aber der Waffenskin gefällt mir tatsächlich sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, dann hätten wir das hier auch erledigt. Current Chance. Build up your Chance Meter by complete matches. Each victory grants you a loot roll. The higher your Chance Meter, the more likely you are to earnen. Ach so, die kannst du doch durch ihr Spielen bekommen. Ich habe jetzt gerade eine 2%ige Chance. Und umso mehr wir spielen, umso mehr oder umso höher wird die Chance, so ein Pack zu bekommen. Zusätzlich kann man sie mit dem Ingame-Geld kaufen. Und ich glaube, das kannst du auch gar nicht mit echtem Geld kaufen. Heißt, es ist alles Ingame geregelt. Das finde ich sehr, sehr gut. Man muss auch keine dummen Schlüssel oder so kaufen. Finde ich sehr, sehr gut. Also, das gefällt mir. Rainbow Six Arrow Code. Alles klar. Dann testen wir es jetzt gleich nochmal. Oh Gott. Das Problem hatte ich neulich eben schon. Ich bin in keinen einzigen Server reingekommen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wenn er nicht, dann wird das einfach so ein Pack-Opening. Scheiße. Aber eigentlich sollte es funktionieren. Das bekommen wir irgendwie hin. Error. Okay. Error. Okay, also ihr seht, ich komme leider in kein Spiel rein. Genauso war es letztes Mal, als kein Video von Rainbow Six Siege kam. Ja, das ist ein bisschen doof. Das ist ärgerlich. Dann werde ich das Video jetzt raushauen, damit ihr seht, was in diesen Packs drin war. Ich weiß, sie sind jetzt nicht gerade so krass besonders, aber dass immerhin ein Video kommt von Rainbow Six, auch wenn es jetzt nur sowas ist, dann werde ich jetzt eben dieses Video raushauen. Tut mir leid, Leute, dass es nur ein 5-Minuten-Video wurde. Ich kann es jetzt gerade nochmal versuchen. Ihr seht, was wir bekommen haben, auf welche Charaktere wir wohl als nächstes sparen werden. Da brauchen wir 20.000 von diesen Ingame-Dingern. 6.511 seht ihr gerade oben rechts, haben wir. Also ein paar Spiele stehen uns noch da voraus. Jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, viel Spaß. Beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet auch mit so einem kurzen Video euren Spaß.
Pack-Openings sind ganz ehrlich nicht so meins und ich werde das auch nicht immer in einzelne Videos packen. Ich finde das schwachsinnig. Wenn wir mal so ein Pack bekommen, dann werde ich die vor oder nach einem Video aufpacken. In diesem Fall ist es echt ein bisschen doof gelaufen. Nächstes Mal packe ich es nach dem Spiel auf, sodass man dann auf jeden Fall die Folge dabei hat. Tut mir leid, Leute. Ciao.